Hallo alle zusammen. In diesem Video erzähle ich Ihnen, wie Sie verlorene Daten von einer Wechselfestplatte, einem USB-Stick oder einer Speicherkarte mit dem Linux-Dateisystem wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die Popularität des Linux-Betriebssystems nimmt weiter zu und wird täglich von immer mehr Menschen verwendet. Derzeit sind Ubuntu, OpenSUSE und Fedora die beliebtesten Betriebssysteme der Linux-Family. Dieses Betriebssystem ist vor allem aufgrund seines Open-Source-Codes weit verbreitet. Dies bedeutet, dass Benutzer den Quellcode sowohl in kommerziellen als auch in nicht-kommerziellen Programmen unter der General Public Lizenz ändern und weitergeben dürfen. Distributionen decken den Kernel, zentrale Linux-Komponente und unterstützende Bibliotheken und Dienstprogramme ab. Das Linux-System verwendet verschiedene Arten von Dateisystemen wie X2, X3, X4, XeFC und TrezorFC. Linux ist zwar ein großartiges Betriebssystem, kann jedoch Datenverluste nicht vermeiden. Dateien, die in Linux-Partitionen auf Wechselmedien oder Flash-Laufwerken gespeichert sind, können versehentlich gelöscht oder formatiert werden. Die Festplatte kann unlesbar werden oder ausfallen. Und wie Sie wissen, kann der Verlust wichtiger Daten sehr schmerzhaft sein. Um das Problem des Datenverlusts zu vermeiden, wird empfohlen, Ihre Daten zu sichern und mehrere Sicherungen durchzuführen. Nur wenige Benutzer erkennen jedoch die Bedeutung von Backups. Dennoch haben die meisten Benutzer keine neuen Backups oder diese Kopien existieren überhaupt nicht. Daher besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen verloren gehen. Glücklicherweise müssen Sie jetzt nicht mehr im Voraus verzweifeln, da es viele Dienstprogramme gibt, mit denen Sie verlorene Daten wiederherstellen können. Daten können wiederhergestellt werden, da die Informationen nicht sofort von der Festplatte gelöscht werden. Informationen werden einige Zeit auf der Festplatte gespeichert, bis sie überschrieben werden. Wenn Sie mit dem Problem des Verlusts von Informationen von Linux-Partitionen mit dem X4-3-2-Dateisystem konfrontiert sind, verwenden Sie Hetman Partition Recovery. Es gibt viele Datenwiederherstellungssoftware, aber nicht alle unterstützen Linux-Dateisysteme. Hetman Partition Recovery scannt schnell Ihre Festplatte und zeigt die Informationen auf dem Bildschirm an. Sie müssen nur die Medaille finden und wiederherstellen. Ein wichtiger Punkt: Nachdem Sie Ihr Gerät versehentlich gelöscht oder formatiert haben, schreiben Sie nicht drauf und speichern Sie keine Daten, da alle Ihre Dateien wiederherstellbar sind, wie sie mit neuen Daten überschrieben werden. Um verlorene Informationen von einem Wechseldatenträger wiederherzustellen, benötigen Sie einen Computer mit Betriebssystem Windows. Gehen Sie wie folgt vor, um Daten wiederherzustellen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Gerät in den Computer angeschlossen ist. Das Windows-Betriebssystem unterstützt das Dateisystem X4.3.2 nicht. Eine solche Festplatte wird als nicht erkannt angezeigt und das System bietet an, sie zu formatieren. Sie müssen Datenträger nicht formatieren, sondern auf Abbrechen klicken.
Mit Hilfe unseres Programms können Sie den Inhalt dieser Festplatte anzeigen und verlorene Informationen wiederherstellen. Laden Sie das Programm Hetman Partition Recovery herunter und installieren Sie es. Führen Sie das Dienstprogramm aus und wählen Sie im Hauptmenü oder im Laufwerkmanager Ihr Laufwerk, Ihr Flash-Laufwerk oder Ihre Speicherkarte und so weiter, von der Sie Daten wiederherstellen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Oder doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die Festplatte. Wählen Sie im nächsten Fenster die gewünschte Art der Analyse aus. Schneller Scan wird zuerst empfohlen. Es dauert weniger lange und Sie sehen den gesamten Inhalt der Festplatte. Wenn das Programm aufgrund eines schnellen Scans die verlorenen Daten nicht finden konnte, führen Sie vollständige Analyse durch. Nach Abschluss zeigt das Programm die gefundenen Dateien und ordnet im rechten Teil des Fensters an. Wenn Sie auf eine der Dateien klicken, können Sie diese in der Vorschau anzeigen. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen müssen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Nach dem Ende des Speichervorgangs können Sie im Ordner unter dem zuvor angegebenen Pfad angezeigt werden. Obwohl Hetman Partition Recovery derzeit nicht unter Linux ausgeführt werden kann, können Daten aus Linux-Dateisystemen problemlos wiederhergestellt werden. Das Programm unterstützt X234, CFC, ReiserFC und andere. Ein wichtiger Punkt: Es wird nicht empfohlen, Dateien auf derselben Festplatte zu speichern, von der die Informationen wiederherstellt werden, weil dies einige der Informationen überschreiben kann. Abschließend möchte ich Folgendes sagen: Der beste Weg, um Datenverlust zu vermeiden, besteht darin, regelmäßige Sicherungen durchzuführen. Wenn Sie jedoch keinen Backup haben und beim Partitionieren der Festplatte einen Fehler gemacht haben, versehentlich wichtige Informationen gelöscht haben, die Festplatte, das Flashlaufwerk oder die Speicherkarte formatiert haben, geraten Sie nicht in Panik. Bis Sie Daten in diesen Bereich geschrieben haben, bleiben alle Informationen dort und können wiederhergestellt werden. Die Hauptsache ist, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und ein gutes Dienstprogramm auszuwählen, das bei der Rückgabe von Informationen hilft. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.